aufs schwarze Bildchen. Dann der hier ist Ton bereits und auf die 1. Jetzt noch einmal kurz den Technik-Screen. Yes. Ja. Komisch wenig Durchsatz. Ich weiß immer nicht, warum der Durchsatz so unglaublich schwankt. Egal, ist so. Es sendet. Wir sind anwesend. Vielleicht. Okay. Ich würde sagen, wir legen gleich los. Also ich kann trotzdem sagen, also ich habe den Zitz, wie heißt der? Xikzent Mihaly, den Mikael, das ist aus den 70er Jahren, Flow State und so, ist weitestgehend bekannt, aber ne, also das ist ziemlich nah an dem, was wir hier machen. Und es wird einem auch klar, wo die das Problem haben. Also diese extrovertiert und intravertiert, das sind zwei völlig verschiedene, also nicht völlig verschiedene Sachen, aber das sind zwei große Themenbereiche, und die Extravertierten haben bis eben gerade versucht, quasi immer die intravertierten Leute extravertiert umzubürsten, umzupolen. Ja. Die kommen jetzt erst darauf, dass das höchstwahrscheinlich 50-50 ist, also dass die Intravertierten auch 50% sind und die müssen nicht umgepolt werden, sie sind halt einfach so. Und wenn ich als Intravertierter was zu erzählen habe, dann, also wenn ich ein inneres Anliegen habe, dann gehe ich auch unter Leute und werde komischerweise extrovertiert mit dem Thema, was ich habe. Deswegen ist das dann in der Wissenschaft so ungeheuer mehrdeutig alles, ne? Aber dieser Flow State von dem Mikael, das ist schon eine gute Richtung. Also das kommt dem hier ziemlich nah. Ist aber nichts Neues, das gibt es im Raja Yoga, Buddhismus und so weiter. Ist alles. Wir sind an dem Thema dran, ist es halt nur ein Oberthema, ist dieses Flow State, was wir hier brauchen. Und was ich auf jeden Fall, um es wenigstens anzuschließen, hierher kriege, ist die Grobheit. Also ich bleibe bei mir, wenn ich von außen ungeheuer starken Input habe. Also diese, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Also Empfindung, wenn die Empfindungen wirklich stark sind, dann bleiben viele Leute bei sich. Das wird dann halt immer feiner, und dass eben das Ziel ist, die Körperwahrnehmung, also als Herausforderung zu sehen, ne, am Anfang, dass man da besser mit werden kann, das erschließt sich schwer. Ne? Also dass man am Anfang halt einfach diese groben Sachen braucht, und diese groben Sachen führen, also das ist zu weit weg von dem, was ich hier zumindest mache. Es gibt bestimmt Qigong und Tai Chi Lehrer, Tai Chi sowieso, wenn ich mit dem Kampf anfange, das ist heftig, und wenn ich dann langsam die Luft rauslasse, da werden ja die alten Meister sogar aggressiv, weil sie dann merken, also Kampf kann man, also nicht kämpfen kann man meistens, also nur wenn quasi der Gegner tot ist, dann kann man kurz mal Pause haben. Aber Kampf, Aggression kriege ich nicht mit Aggression erledigt. Ne? Und deswegen sind wir auf dem Weg zur Freundlichkeit, was eben eine Grundvoraussetzung ist für diesen Flow State. Ich gucke noch einmal. Okay. Was sagt denn die Uhrzeit überhaupt? Uhrzeit ist fast pünktlich. Okay. Also es wird heute wirklich nur eine Standard, nur. Es wird eine Standard-Session. Schwarzes Männchen vor
dunklem Hintergrund. Ich bin gespannt, was die nächste Sony-Kamera da schafft. Okay, schütteln auf der Stelle, um introvertierte Leute, nee, um das Innen wahrnehmen, zu benutzen, um rauszufinden, ob irgendwas ist, wo ich heute besonders drauf achten muss. Das ständige Mini-Pieselregen. Deswegen habe ich auch mein Regenzeug an. Das ist dummerweise nicht so ein richtiges Plattern. Das fände ich mal lustig, wenn so richtig beim Video die Tropfen runterklattern. So einen richtigen mordsmäßigen Regen haben wir bis jetzt noch nicht gehabt während der Videoaufnahmen. Aber monatelang bedeckt. Das ist jetzt über ein halbes Jahr. Und die Sonnentage kannst du an einer Hand abzählen. Das ist schon krass. Also auch bei diesem Schütteln schon einatmend feststellen. Weil es gibt so, das kommt dann wahrscheinlich später, ne? Man merkt beim Einatmen, beim Bauchatmen, vollständig atmen, ob das von selber passieren kann oder ob da irgendwas verengt ist. Also muss ich mich noch ein bisschen lösen zum Beispiel. Und wie gesagt, am Anfang müsst ihr das ziemlich heftig machen, ne? Damit ihr was merkt. Und das wird im Laufe der Jahre immer feiner. Und das ist nichts, um anzugeben. Also nicht zu sagen, guck, ich bin schon so fein, du musst noch das. Nein, es ist wie viele andere Sachen, es ist eine Richtung zum Selberlernen. Es ist nichts, um es anderen Leuten zu sagen, wie toll man ist. Sondern zum eigenen Wahrnehmen. Das ist auch eine Sache für den ganzen Tag. Das mit der Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Gelassenheit übergehen. Einatmend entspannt zum Himmel. Ausatmend entspannt, stabil, beweglich. Chi wecken. Ja, ist klar, da bleiben nicht mehr viele Leute über. Also die das jetzt so, die sagen, oh, das, ich weiß ungefähr, wohin das geht mit diesem, der Anfangssequenz, also mit dem Qi wecken zum Beispiel und dann wirklich zu sagen, ja, ich möchte da jetzt bei mir bleiben. Anstatt eben zu sagen, wo ist das langweilig, ich will woanders hin. Ja. Das ist was anderes. Hallo? Also da ist definitiv so ein Aufrichten, Ausrichten und Aufrichten beim Einatmen bei. Und beim Ausatmen auch ein Ausrichten. Ja? Aber nicht Aufrichten. Das Aufrichten findet hier statt. Weil der gestreckte, das ist, streckt sich von selber hier. Ich muss beim Runtergehen, das zu strecken ist gegenläufig. Wir wollen unisono.
Also Kontraste stellen manchmal halt Sachen gut heraus, aber verursachen quasi auch Turbulenz, Aufregung. Und das ist das, was wir nicht, also nicht wollen. Das ist das, was wir langsam abebben lassen. Das heißt, wir machen keine Bewegungen, die eben zu diesem zu dieser Turbulenz führen. Ja? Selbst Jakobsen, Muskel anspannen, um sie dann wieder zu entspannen, um mitzukriegen, wie sich das anfühlt, wenn ich entspanne. Ja? Das ist definitiv, bevor es hier losgeht. Hier geht es darum, wie fühlt sich Anspannung an, die ich bereits habe. Also habe ich überhaupt welche? Ja, ich habe welche, das anzuerkennen und dann mitzukriegen, wie es von selber geschieht, das ist halt dummerweise nicht direkt steuerbar, wie es sich anfühlt, wenn meine Muskeln sich dann entspannen. Und dann sind wir schon beim Lernen. Wir wollen nicht lernen, wir wollen ja Unterhaltung. Nee, es ist dumm gelaufen. Das hier geht um Lernen auch, daraus zu lernen, welche Umgebungsbedingungen führen zum Entspannen. Und retro, also umgedreht rauszufinden, was führt denn im Alltag dazu, dass ich mich anspanne. Und dann rauszufinden, brauche ich das? Also es macht ja Sinn, den Alltag so zu gestalten, dass er weniger Stress verursacht. Ne? Sofern man der Meinung ist, dass dieses Kreativitätsmodus zu mehr Produktivität führt. Was anscheinend bewiesen ist. Jetzt noch übergehen zum Stehen wie ein Baum. Ein Glück ist es nicht so kalt. Aber es ist kalt genug. Geht weiter einatmen, entspannt zum Himmel, ausatmen, entspannt nach unten. Und
Grundstellung. Ja, das ist Wasser, kommt vom Himmel, in kleinen Mini-Mini-Tröpfchen. Struktur ist auch noch zu erkennen. Das heißt, wir sind immer noch dabei. Was wäre dann das nächste? Wachstum. Wachstum haben wir auch schon. Aber noch ein bisschen Verhalten. Also bleiben wir bei Struktur und Wasser. Aus der Harmonie der fünf Wandlungsphasen. Eins. Sogar ich mache das zu schnell. Falke. Also unbedingt synchron mit dem Atem. Und langsam. Raufkommen. Ist ziemlich lang. Vielleicht müssen wir da eine Pause drin machen. Hier ausatmen. Und dann hier wieder ein. Ja, das ist vielleicht ganz gut. Mal hier ausgeatmet und das ist runder. Ein, aus, ein und hier beim Sitzen kurz aus und dann ein. Einmal noch und dann übergehen zur gesamten Harmonie der fünf Wandlungsphasen.
jetzt anderthalb Runden. Jetzt das Einsammeln. Und jetzt bis zur Erde. Okay, einsammeln. Danke für diese kurze Session, für das gemeinsame wenig bis nichts tun. Nichts tun kommt auch bald. Meditation. Einmal das hier und einen kurzen Blick in den Chat. Und okay. Wunderbar. Dann bis nächste Woche Sonnabend um 1 oder wenn ihr wollt mittwochs um 1 in Englisch. Aber so ereignisreich wird das nicht sein, weil die Ereignisse sind eure eigenen geistigen und körperlichen Ereignisse. Das ist das, worum es hier geht. Ist die Richtung. Also ich weiß nicht, also man sagt dann immer, ich kann das nicht ändern, ich wüsste jetzt auch nicht wie, also ich habe keine Lust, das jetzt grober zu machen. Es gibt ja zum Beispiel Klopfen und so, das war mir schon, als ich damit angefangen habe, war mir das zu grob. Also es macht keinen Sinn. Zur Not, wie gesagt, mache ich das ganz alleine. Ich kann euch das eben nur zur Verfügung stellen, was ich weiß. Ja. Und wenn die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist das so. Ja. Ich versuche jetzt nicht mit irgendwelchem Attraktivitätskram die Teilnehmerzahlen nach oben zu bringen. Das macht keinen Sinn. Das muss ja auch authentisch sein. Wenn es Qigong und Yoga Lehrer, Lehrerinnen, Meisterinnen und Meister gibt, die quasi auf dieser jetzt nicht abwertend groberen, mehr Attraktion fördernden Ebene sind, dann sind die auch motiviert. Also wenn die selber quasi auch mehr diesen actionreichen Kram wollen, dann ist das für die ja authentisch. Ist ja okay.
Also solche Leute, die so ruhig sind wie ich, gibt es nicht so oft, ne? Weil die Meditation ist bei mir zentral. Das heißt, also der Weg zum Ruhigwerden, zur inneren Wahrnehmung ist ziemlich wichtig für mich, ne? Da möchte ich auch nicht von weg. Lasst es euch gut gehen. Wir hoffen immer noch auf besseres Wetter, jetzt seit 6 Monaten. Wir sind damit zufrieden, was ist. Ziehen uns dementsprechend an und freuen uns über die Vögel, über die frische Luft. Und es ist doch recht hell. Habt ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal mit Lächeln. Und Freundlichkeit ist echt wichtig. Metta-Meditation bin ich dran. Nächstes Mal ein wenig mehr. Okay. Back to the still. Back to the black. Bis zum nächsten Mal, nächsten Mal, nächsten Mal.